Ja, meine Damen und Herren, wir haben auch demnächst eine Wahl, eine Bundestagswahl. Und da tut sich schon eine ganze Menge im politischen Berlin. Deshalb schauen wir jetzt mal auf die Pressekonferenzen der Parteien, wie jeden Montag, so sind Sie es bei uns gewöhnt. Beginnen wir mit der CDU und dem Generalsekretär Tauber. Der beginnt natürlich auch das Wahlkampfthema, schaut dann aber noch mal sehr deutlich, gewohnt deutlich auf den politischen Gegner, nämlich auf die Linkspartei. Wir haben heute in den Gremien über den aktuellen Stand unserer Wahlkampfplanungen gesprochen. Wir sind dabei auf einem sehr guten Weg. In den nächsten Wochen liegt der Schwerpunkt auf der Erarbeitung und Fertigstellung unseres gemeinsamen Regierungsprogramms. Auf einer Sitzung der Parteivorstände von CDU und CSU am 3. Juli hier in Berlin wollen wir dieses Programm beschließen. Und danach wird es von den beiden Parteivorsitzenden vorgestellt werden. Wir werden zur Vorbereitung dieses Treffens eine Sitzung des Präsidiums der CDU Deutschlands am 25. Juni haben und am 26. Juni wird noch einmal der Bundesvorstand zusammenkommen. Ein großer Erfolg auf dem Weg zum Regierungsprogramm ist die Beteiligung unserer Mitglieder und interessierter Bürgerinnen und Bürger. In einer ersten Phase haben wir über 10.000 Vorschläge bekommen, die wir nun auswerten und strukturieren und in einer zweiten Phase mit unseren Mitgliedern diskutieren. Und dabei ist schon deutlich geworden, dass die Schwerpunkte, auf die wir setzen wollen im Regierungsprogramm, Wirtschaft und Arbeit, die Stärkung der Familie und natürlich das Thema Sicherheit, auch die drei Schwerpunkte sind, die die Menschen, die sich an der Aktion beteiligt haben, besonders umtreiben. Das bestätigt uns, auf diesem Weg weiter zu denken. Und es fließt natürlich in die Arbeit am Regierungsprogramm ein. Wir freuen uns also auf die Vorstellung des Programms Anfang Juli und sind zuversichtlich, dass wir damit die Themen aufgreifen, die die Menschen in unserem Land wirklich umtreiben. Und dann wird die Union gemeinsam mit Angela Merkel mit einer guten Bilanz, mit einem guten Programm, mit einer starken Kanzlerin und einer motivierten Partei in den Wahlkampf gehen. Natürlich haben wir uns am Wochenende auch den politischen Mitbewerber genau angeschaut, den Parteitag der Linkspartei vor allem, denn schließlich ist das ja die Partei, die die SPD braucht, um Martin Schulz zum Kanzler zu wählen. Und angesichts des beschlossenen Wahlprogramms weiß man jetzt auch, wo da mit der SPD und der Linkspartei die Reise hingeht. Die Steuern sollen deutlich erhöht werden. Damit werden die Leistungsträger in unserer Gesellschaft bestraft. Einkommenssteuersatz von 75%, was das mit Gerechtigkeit zu tun hat, das muss man noch mal gesondert erklären. Die Einführung einer Vermögenssteuer, die wir ablehnen, die Abschaffung von Hartz IV, die Auflösung der NATO, das Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Abschaffung von Verfassungsschutz und Geheimdiensten und auch die Tatsache, dass die Linkspartei es nicht schafft, Menschenrechtsverletzungen in Russland und China klar zu benennen und auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die russischen Aggressionen in der Ostukraine als solche zu bezeichnen, zeigt, auf welchen Partner die SPD auf dem Weg an die Macht angewiesen ist. Und dass die Linkspartei gerade noch die Kurve bekommen hat bei der Abschaffung der Staatskirchenverträge, indem sie zweimal abgestimmt hat, zeigt, welch eine politische Kraft die Linkspartei ist. Da ist eben immer noch viel von der alten SED übrig. Die SPD muss also dringend klarstellen, ob das ernsthaft ein Partner ist für die Zeit nach September. Und für uns ist klar, die Pläne der Linkspartei würden Deutschland massiv schaden. Und es wäre gut, wenn der Kanzlerkandidat der SPD einmal Farbe bekennt, ob das mit ihm möglich ist. Kommen wir zu Ihren Fragen. Herr Rinke, bitte. Herr Tauber, ich hätte ganz gerne gewusst, ob man im Präsidium über das Thema Klima gesprochen hat und was beim G20-Gipfel an Varianten herauskommen kann, wie man mit Trump und seinem Ausstieg aus dem Pariser Abkommen umgeht, weil das ja auch eine Bedeutung für den Bundestagswahlkampf und die Positionierung der Kanzlerin und auch der CDU haben könnte. Die CDU bekennt sich zu den vereinbarten Klimaschutzzielen. Wir sehen dort eine lange Tradition von Klaus Töpfer bis Angela Merkel und wir werben auch weiterhin für die Einhaltung
der Vereinbarungen und der Ziele, die wir uns dort gesteckt haben. Wir haben nicht im Detail über diese Frage geredet, aber das ist ja in den Debatten der letzten Tage und Wochen immer wieder klar gewesen. Da gibt es keinen Diskussionsbedarf in der CDU in dieser Frage. Zusatz? Darf ich nochmal nachfragen, was wäre Ihnen denn lieber, dass, wenn man das sich nicht einig werden kann mit Trump, dass man gar keine G20-Erklärung zum Thema Klima hat oder dass die Kontroversen mit Herrn Trump offen benannt werden? Es geht nicht darum, was mir lieber ist, sondern es geht darum, was gut fürs Weltklima ist. Die Gespräche führt man nicht auf offener Bühne, sondern man redet erstmal miteinander, um das Bestmögliche zu erreichen. Frau von Ackern, bitte. Ist denn in Ihrem Regierungsprogramm noch mal etwas zu erwarten zu konkreten Reformplänen für Europa, wie es in der EU denn wirklich weitergehen kann, also operativ irgendein Plan, irgendein Handlungsvorschläge, die sich dann auch vielleicht mal umsetzen ließen? Natürlich wird das Thema Europa in unserem Regierungsprogramm entsprechenden Raum einnehmen. Wir verstehen uns als die Europapartei in Deutschland und auch angesichts der aktuellen Entwicklungen, auch der Wahlen in Frankreich, sehen wir darin natürlich auch eine Chance, dieses Europa weiter voranzubringen. Aber was wir im Detail dort aufschreiben, da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Gibt es noch weitere Fragen? Kollegen in der zweiten Reihe. Hofmann, dpa. Die Schwesterpartei hält es für etwas dürftig, dass sich die CDU erst nach der Wahl wieder mit dem Thema Rente ausführlicher befassen will. Muss die CDU da nochmal nachsteuern hinsichtlich des Wahlprogramms? Da sind sich beide Schwesterparteien einig. Wir können auf eine gute Entwicklung der Rente in dieser Legislaturperiode zurückschauen, mit starken Rentensteigerungen, mit wichtigen Maßnahmen wie der Mütterrente. Wir sind uns auch einig in der Frage, dass eine gute Situation auf dem Arbeitsmarkt mit einem hohen Stand an Beschäftigung eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür ist, dass Menschen im Alter ein Auskommen haben. Wir sind uns auch einig, dass die Rente bis 2030 gut aufgestellt ist. Und alles andere besprechen wir gemeinsam mit Blick aufs Regierungsprogramm. Da gibt es keinen Dissens. Herr Rinke, bitte. Auch eine Nachfrage zum Thema Rente. Sie haben ja die 10.000 Vorschläge bei der Programmdiskussion erwähnt. Wie viele davon gingen denn zum Thema Rente? Und wenn das nur sehr wenige sein sollten, ist das für Sie ein Zeichen, dass auch Ihre Mitgliedschaft an dem Thema Rente eigentlich kein Interesse hat zurzeit? Natürlich ist das auch ein Thema, was unsere Mitglieder interessiert. Aber es wird doch sehr deutlich in allen Diskussionen, dass unser Anspruch, auf die Zukunft zu setzen, neue Arbeitsplätze, gute Einkommen, eine stabile wirtschaftliche Lage, dass das die richtige Antwort ist auf die Herausforderungen der Zukunft. Können Sie sagen, wie viele Vorschläge? Nein, kann ich Ihnen nicht im Detail beziffern. Frau von Ackern. Weil auch Sie bei der Rente als Schlüsseldatum 2030 nennen, sind Sie insofern mit der SPD einer Meinung, dass bis dahin alles geklärt ist und man nicht, wenn man langfristige Maßnahmen trifft, dann vielleicht auch längerfristig Vorbereitungen treffen müsste, um etwas zu ändern an der Rentenregelung? Bis 2030 ist die Rente auf einem guten Weg. Wir haben sie demografiefest gemacht mit der Rente mit 67, die wir zunächst ja auch noch umsetzen müssen. Wir haben jetzt einige Dinge geändert und wir haben ja schon angekündigt, dass wir uns für eine Rentenkommission einsetzen in der nächsten Legislatur, um das, was für die Zukunft der Rente über das Jahr 2030 hinaus wichtig ist, zu erörtern. Wir sind auch der Meinung, dass man das in einem breiten gesellschaftlichen Konsens tun muss und dass das wenig taugt für den Hickhack zwischen den Parteien.